Hallihallo, hier ist der Matthias von Matt Acoustics. Spielen wir jetzt Tower of Doom. Los geht's. Ah ja, first time. Mein erstes Instrument, was ich gelernt habe, war tatsächlich die Blockflöte. Ich wollte eigentlich Schlagzeug oder Gitarre oder irgendwas lernen. Meine Mutter hat gesagt, na, lerne einmal zuerst was Gescheites. Aber ich habe ziemlich gut Blockflöten spielen können. Sollte ich wieder einmal machen. There. What if? Ah, wahrscheinlich mein Tattoo. Ich habe mir da mal ein Schild tätowieren lassen, mehr oder weniger. Da steht Never Give Up. Das ist ein tolles Lebensmotto. Truth. Meine Sehne kann sich bewegen am Finger und hört sich dann so an. Damit ärgere ich immer sehr gern meine ganzen Bandkollegen, wenn sie mir auf die Nerven gehen, immer. Das ist ziemlich schier eigentlich. Austropop, Matthias, mein Name und akustisch. Okay, weiter geht's im Programm. Der Turm steht noch. Schauen wir lang noch. Storytime. Unsere jährliche Matt Acoustics Show, da waren im letzten Jahr an die 3000 Besucher, was ein Wahnsinn ist. Und die Starnacht, bei der wir auch letztes Jahr dabei waren, in der Wahau war das. Und da haben, ich glaube, gar nicht so wenig Leute zugeschaut. Hat Spaß gemacht. Three Things. Laptop ist ganz wichtig. Ich habe so ein altes Mischpult, das ich im Tonstudio verwende. Das ist ein Neve-Pult aus den 80er Jahren. Das hat früher den Him-Sänger gehört, den Ville Valo. Der hat das aus dem Radio Opera House in London und das finde ich ziemlich geil. Das habe ich über eBay ersteigert, beziehungsweise der Freund von ihm, der hat es mir damals verkauft. Das war ziemlich cool, das würde ich retten. Jetzt kann ich mich entscheiden zwischen einer Unterhose oder meiner Katze. Ah! Jetzt steht da aber schon ziemlich viel. Ich glaube, ich würde die Beatles nehmen, irgendwo in England. Obwohl, bei den Beatles kann man nur verlieren, wenn man da als Vorband spielt. Da wartet dann alles nur auf die Beatles. Oder ich würde Rage Against the Machine irgendwo in Mexiko oder so nehmen. Das finde ich sicher auch voll arg. Ah, aber der schaut ziemlich gut aus da hinten. Das ist eine schwierige Frage für einen Kärntner. Für mich aber nicht so schwierig, weil ich sollte nicht zu viel Bier trinken, weil ich ein bisschen Glutenunverträglichkeit habe. Deswegen muss ich jetzt leider Schnaps sagen. Die rote Schnapsnase haben wir überschminkt vor dem Video. Wild Thing und dieses Wild Thing, ich glaube, da gibt es schlechtere Songs, von denen man inspiriert und sein könnte zur Musik machen. Ist ziemlich eine geile Nummer. Notenschlüssel über dem Herzen, ich brauche nichts dazu zu sagen. Das war ziemlich peinlich damals für mich, weil, kann man sich hier vorstellen, im Tattoo-Studio die ganzen Tätowierer drin und ich mit 16 wollte da cool sein und dann muss die Mama eine bestellen zum Unterschreiben. Ich habe so eine coole Mom, liebe Grüße, die das damals gemacht hat. Wir lachen heute noch drüber, war ein lustiges Erlebnis auf alle Fälle. Verdammte Hitten. Ich war der Matthias von Matt Acoustics und das war Tower of Doom. Nichtsdestotrotz, irgendwas geht immer. Bis zum nächsten Mal.